So wird jetzt also von dem abgekochten Kalb- und Hühnerfleisch in die Weißsauce gekippt. Was ist denn da hinten das für Sauce? Das ist Hühnerfleisch, das ist Suppe. Hühnersuppe. Und das dort, das ist Kalb und Huhn gemischt. Ja. Und da kommt jetzt Milch drin. Bisschen Schuss Milch. Und da hast du zerlassene Margarine drin. Ja. Und Mehl. Mehl natürlich, ja. Und die Pilze kippst du die nicht ab? Die kommen gleich, kommen die rein erst. Da kommt erst noch ein bisschen Pilzsauce rein, weißt du? Ah, von dem Pilzsauce. Pilzwasser. Ja. Pilzwasser. Kommt gar kein Wasser rein, ne? Nur lauter gute Sache, wo guter Geschmack von. Ach, weiter. Ein bisschen Peterling möchte man noch schneiden. Peterling schneide, klepp ich hier. Auf dem Balkon. Mein Peterling lebt auch noch, der vertrat minus gerade super gut. Ja. Das machst du jetzt aber nur nicht auf ganzer Hitze, ne? Nur eher so halbe Hitze, oder? Kann das groß jetzt stehen, wenn man noch ein bisschen noch so der Schöpflöffel, da weißt du, wo ich da kann. Was ist der Schöpflöffel, der Reihe? Nee, die bringe ich mit. Nicht da hin, links. Oh je, der Sieblöffel, der ist bestimmt auch schon 30 Jahre alt. Ja, aber ist aber immer noch super. Löcher sind dieselbe. So, das ist jetzt. Ah, jetzt schöpfst du doch schon peu à peu das Fleisch dazu, in die Weißsauce. Ja. Und du hast also das, die Hühnersuppe getrennt von dem Sud vom Kalb und vom Huhn. Ja. Und das Kalb und das Huhn, das hast du vorher schon geschnippelt? Alles geschnippelt, alles. Das ist ein Suppehuhn. Holst du doch immer ein weibliches Tier, also kein Hähnchen, sondern ein Suppehuhn? Man kann auch Hähnchen holen. Weil das wäre dann ein bisschen weniger Fett, ne? Also Hähnchen kannst du auch holen. Manche Leute sagen, schmeckt sogar noch besser. Und wo hast du das Rezept her? Wer hat das so immer gemacht? Früher her. Wahrscheinlich von meiner Mutter. Von deiner Mutter? Ja, von der Oma. Das ist ja das eher bei uns auch immer. Ich kann ja leider nicht verstehen, die an Heiligabend Würstchen mit Krumbersalat machen. Ja, kann ich auch nicht verstehen, sowas. Das ist ja Kesselwächter. Ja. Senf machst du da jetzt dran? Und ein bisschen noch Salz. Immer noch Salz, obwohl die abgekochte Sud immer auch schon Salz nascht. Und Schnittlauch. Zitronensaft, vor allen Dingen noch Zitronensaft, ne? Schuss Wein, ach. Weißer natürlich, ne? Aber was Gutes. Peng! Schuss. So. Noch ist das Ganze ein bisschen suppemäßig, noch nicht so eingekocht, gell? Da darf auch nicht zu larvig sein, ne? Zu larvig und nicht zu dick. Nicht zu larvig und nicht zu dick. Die Pilze fehlen noch. Ja, die Pilze.
Und jetzt kippst du die so ab aus der Dose, einfach so in den Sud, in den Abfluss. Die Sauce, der Saft brauchst du ja nicht mehr. Pilzwasser. Hm. Ja. Bei dem tiefgefrorenen Zeug ist ja immer meistens so Erbs hier noch drin und Möhrchen und so. Ist ja nichts tiefgefrorenes, ist alles frisch. Ach, das schöpfst du jetzt einfach so da raus mit einer Kelle und da bleibt dann halt eben noch so ein bisschen Pilzsaft dran. Ja. So, Erbsen kommen noch dran. Ja, bei dem tiefgefrorenen Iglo-Zeug ist meistens noch so Erbsenzeug drin. Kriegt sich das auch schon richtig. Und derweil schlummern die Pastete im Ofen und gehen noch ein bisschen temperiert. Ja. Die nur warm bleiben. Mhm. Atompilze. Ja, das sind die Beste. Ich erwarte die. Ja. Sehr fein. Ich glaube, das Wichtigste daran ist der Senf, hä? Nee. Nee, alles komplett. Was hast du für Gewürze dran? Salz, Pfeffer? Salz und Pfeffer. Aber Senf. Was ich immer denke, dass du da Sahne dran hättest, das stimmt gar nicht, nee, ne? Du machst das rein nur mit 3,5% Fett, Milch. Kleines bisschen Milch, das andere sind alles Brühe. Kalbsbrühe und von dem Superhuhnbrühe. Ist die Soße da sonst nicht noch ein bisschen heller oder weißer? Nein. Okay, ist, hat die so die Farbe? Und köchelt das jetzt noch oder ist die im Prinzip jetzt fertig? Ich muss immer kurz aufköcheln, aufkochen, dann ist es gut. Kann man rein theoretisch das Rezept auch mit frischen Pilze machen, die man dann irgendwie so vorher abkocht? Oder ist es besser, wenn das Dosepilze sind, damit man den Sud hat? Nee. Kann das auch mit frischen frische Pilzen machen. Oder gefrorene wäre sicher noch besser, weil die ist sehr guter Eigengeschmack. Weil die Frau muss dann ein bisschen. Bis durch sind. Aber wenn man so ganz normale Pilze in der Pfanne. Brot tut, die brauchen wir nicht so super lang. Also ich glaube, das sind schon gefrorene Pilze, das haben wir auch schon gesagt. Die haben noch richtig gut Aroma. Die große Pilze haben hier wenig Aroma. Die haben nur das Pilze drin sind. Aber die gefrorene Pilze, die wären geerntet und wären dann frisch eingefroren und die haben da richtig Aroma. Die kommt dann richtig raus. So. Das war's. Das war's. Jetzt wird Guess. Ja. Bon Appetit. So, ab in den Kühlschrank.